Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Space Engineers. Wieder mit dabei der LOM Break. Ich begrüße ihn. Ja, servus, wie immer halt, ne? Und genau, wie immer. Und im letzten Part haben wir hier das Schiff ein bisschen weiter gebaut, ne? Ich habe weiter Erz abgebaut. Ja, du hast weiter geerzt. Und Mensch, jetzt lass mich hier runter, du Sack. Wow. Wow, 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 wow. Geil. Sieht gut aus. Das muss man doch mal direkt mal festhalten hier. Wie wunderschön er da steht. Gut. So viel dazu. Was gibt's jetzt hier noch zu schweißen? Oh Gott, wie hässlich. Wie hässlich dieses Schiff eigentlich aussieht. Du hast gebaut. Ich habe keinen Reaktor dran. Ich habe keinen Reaktor dran. Fuck. Du hast es gebaut. Sag ich immer wieder gerne. Achso, der kleine Reaktor, der ist ja klein. So. Noch ein bisschen was dabei zum Bauen. Herstellungskomponenten, Metallgerüst. Oh, was zur Hölle, ey. Okay, ich mache jetzt erstmal eins fertig. Ich brauche. Na! Motor, Computer, Stahlrohr groß. Motor. So viel brauche ich nicht. Computer brauche ich noch. Computer! Computer! Wir haben keine Computer mehr? Doch. Ich wollte gerade sagen, du. Das wäre höchst fregärlich. Mhm. So. Das Gyroskop ist auch fertig. Da kommt jetzt bloß noch der Reaktor, den man dann befüllen muss. Dann mache ich eine Testfahrt. Oben noch ein großes Stahlrohr, das ist scheiße. Ja, nur gut, dass ich im Asteroiden bin. Dann kann ich ja aus sicherer Entfernung und mit sicherem Schutz deine Testfahrt begutachten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich dafür brauche. Scheiß jemand an. Also, Herstellungskomponenten brauchen wir bestimmt. Und dieses komische Metallgerüst nehmen wir noch mit. Ich kann aber auch mit dem Ding in den Asteroiden reinfliegen, um zu testen, wie der Bohrer funktioniert. Also dann habe ich ja noch ein gutes Jahr Ruhe, bis du hier drinne bist. Danke. Bitte. Heißt ja immer wieder gerne. Brauche große Stahlrohr, bitte. Gib mich mal das Ding. So. Ein Motor, 10 Computer. Einen Motor. Ist drin. Und 10 Computer. 10. So. Da ich mir jetzt mal in den Asteroiden so einen schönen Laufweg reingebaut habe, wenn ich immer das Jetpack anmachen muss, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir erstmal genügend Gold. Okay. Sounds gut. So. Okay. Ein bisschen Uran, der klaue ich mir jetzt mal hier raus von irgendwo. Hat eigentlich noch 2 Inventarladungen bei dir abgeliefert oben. Okay. Also Uranerz. Ja.
Hab das in dein Waffenring Dings da reingeworfen. Ich nehme es mal nur 500 mit. Ja, du brauchst schon das fertig raffinerierte Uran damit. Uran. Ja. Uranbarren. Zack. Angucken. 0,5. Ah, 0,5 muss ich eingeben, alles klar. Das ist echt komisch, dass man da mit einem Punkt eingeben kann, muss. Ist ja nicht unbedingt ein deutsches Spiel, ne? Na, ja, trotzdem ist Kacke. So. It's powered. Looks gut. Jetzt will ich wirklich zugucken. Okay. Aufpassen. Außenansicht. Wie mache ich den Träger da ab? Warte. Jetpack. Frag die Steuerungskonsole, nicht mich. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, Mann. Ich bin noch dabei. Steht hier nicht in der schnell. Dings drin oder was? Fahrwerk mit P. Fahrwerk. Nee. Nix P. Wasch, verarscht bin ich hier, die Anleitung. Der Party wechseln, Sekundärmodus. Oh, das ist jetzt echt scheiße. Ich find's nicht. Aber ich stehe jetzt mit den Fraktionen. Dein Block keiner Fraktionen ist blau. Grün ist deine Fraktion, weiß ist neutrale Fraktion, rot ist feindliche Fraktion. Aha. Kannst du mal bitte den Fuß da unten abschweißen? Kannst du den nicht einfahren? Einfahren? Ich kann den deaktivieren, aber irgendwie. Obwohl, warte mal, genau. Fahrwerk. Aus. So. Ich komme nicht hoch. Mach das mal komplett. Nee, du sollst den ja nicht ausmachen. Lass mich mal kurz rein, dass wir das mal eben angucken. Zugriff verweigert. Ha. Warte. So. Oh. Jetzt bin ich genau in das eine Loch, was du ja übrig gelassen hast, bin ich gerade reingefallen. Und? Geht irgendwie nicht aus, oder? Ich meine, jetzt ist es sogar noch kaputt. Das dürfte jetzt überhaupt nichts mehr sein. Ich wollte gerade sagen, es geht ja noch kaputt. Es kann nur, dass es nicht geht. Ja, dann dürfte es ja jetzt auch nicht mehr festhalten. Weißt du? Doch. Nee. Wenn es kaputt ist, wie soll es festhalten? Mach's einfach nochmal ganz. Die Klamotten hast du. Hä? Ich hab gar nichts. Du hast die. Na klar, du hast es doch auseinandergebaut. Nein, hab ich nicht. Jetzt habe ich es abgemacht. Komm, jetzt flieg weg. Also ich habe es nicht auseinandergebaut, ich habe nämlich keine Werkzeuge dabei. Wieso war da jetzt bloß die Hälfte dran? Das ist ja witzig. Vielleicht war es noch nicht fertig? Kann sein. Das ruckelt aber mega, oder? Jojo. Ja, das ist dein Schiff, ich lasse dich mal raus. Ich geh mal raus, ich pack's nur noch einmal. Wow, Alter! Jetzt hast du mich aber ja voll gedonkt. Mal in Ausgangsposition zurück. Ausgangsposition erreicht. Ah gut, ein bisschen weit. Verbleibt noch Treibstoff für 118 Tage? Kann man eine Weile überleben. Das wackelt aber wirklich krass. Jo. Okay, dann gehe ich mal nach dem Eisen gucken. Ja, das macht sich ganz gut weg. Solltest du das mal unten in der Höhle probieren. Weil oh, zumindest. Fuck.
Ja, mach das mal lieber unten in der Höhle. Ja, flieg mir lieber bitte nicht ins Triebwerk. Ja, ich flieg eigentlich gerade eher am Bohrer rum. Ah, okay, ihr landet auf dem. Ne? Ah, ne, doch nicht. Ich habe jetzt hier ungefähr eine Tonne. Habe ich jetzt aufgesammelt. Du hast eine Tonne aufgesammelt? Okay, hier fliegt aber noch einiges weg, ne? Deswegen. Okay. Wie kriege ich das Schiff jetzt stabiler? Was meinst du? Ganz stabiler, dass der beim Bohren nicht da so rumschwankt. Es müsste noch ein Gyro mehr dran, habe ich das Gefühl. Das steuert sich relativ träge. Könntest du probieren, ob es mit dem Gyroskop noch mehr bringt. Ich probiere mal aus. T ist aussteigen, nicht klar. So. Dann wollen wir mal über den Reaktor uns das Eisen rausholen. Scheiße, geht nicht. Mein, das Schiff ist recht klein, du müsstest eigentlich wieder reinkommen. Was müsste ich? Müsstest du mit dem Ding eigentlich unten in die Höhle reinkommen? So groß ist es ja eigentlich nicht. Dein Schiffchen. Was brauchen wir alles für ein Gyroskop erstmal? Da. Du hast es gerade zusammengebaut, nicht ich. Packst du mal bitte ein, folgende Sachen. Regt mir ohne Schweißgerät nicht viel, aber von mir aus. Ja, pack's einfach ein. Bringst du mit 25 Stahlplatten. Stahlplatten. 5 Herstellungskomponenten. Ja. Dann ein großes Stahlrohr. 1. Ja. Kann ich ihn hier nochmal hier aufteilen? Mit Rechtsklick. Ah. Jo. Dann noch 2 Motoren und 3 Computer. 2 Motoren. Und wie viele Motoren nochmal? 2. 2. Waren es, glaube ich, jetzt, ja. Warte. 2 Motoren und 5? Ja, Computer. 2 Motoren und 3 Computer. Ah, 3 waren es. Ah ja, Kurzzeitgedächtnis, ne? Ist nicht vorhanden. Jojo. Jo, hab. So, ich flieg gerade nach unten. Hol ich mir schon mal das Schweißgerät raus. Oh, Lights wären auch noch geil, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Weil ich da kann ich ja dran wappen. Ja, auch welche am Schiff jetzt dran. So einen richtigen dicken Strahler? Ja, nee, hier so ein paar Unterbodenbeleuchtungen quasi. Unten runter. Okay. Warte, ich geh jetzt mal zwischendurch speichern. Was denn dein Gyroskop? Schweißgerät habe ich dabei. Ich hab's noch nicht angebracht. Achso. Achso, das zweite irgendwo kannst du hier unten hinten anbringen an dem. Irgendwo. Irgendwo hin. Ah, hier Scheinwerfer. Das G. Oh, wo ist es denn? 2 Stahlplatten, 2 Herstellungskomponenten, 2 interne Panzerungen. Ah, hier ist es. Okay, Stahlplatten. Dann 2 davon. Ebenfalls und noch interne Panzerung. 2 brauche ich. Wo sind die fucking interne Panzerung schon wieder hin? Das ist doch schon wieder zum Code hier hin. Da. Gyroskop ist angebracht. Thank you.
Achso, dann müssen wir dann ab der nächsten Session mit Asteroiden übrigens spielen, wenn wir jetzt ein Bohrschiff haben. Das ist ja wie in der ersten Folge angekündigt, ne? Da wir noch keine Geschütze haben, wird's interessant. Oh ja. Ich kann ja noch einstellen, wie viel das wären. Ich kann ja erstmal Armageddon einstellen. Los. Juhu! Kann ich die Farben noch einstellen? Oh, Gyroskopzugriff verweigert. Ja, wahrscheinlich, weil ich dran gebobbt habe. Es ist mein Schiff, aber na egal. Ich mal kurz rein. Ja. Komm, geh raus aus dem Kackding hier, Mann. Arsch. So. Bitte. Das wäre noch cool, wenn das durchsichtig wäre. Ach, ups, naja, ich habe das mal den Besitz transferiert. Danke. Alles transfer to no one. Ja, und Fraktion teilen. So, Scheinwerfer. Farbe. Sieht komisch aus. Okay. Was gibt es jetzt hier noch alles Schönes einzustellen? Wenig Notierung, Intensität. Oh, cool. Radius ganz wenig. Radius volle Möhre. Okay, ready. Ich versuche mich ja gerade irgendwie an deinem Schiff vorbeizujonglieren. Ja, das passt, das ist genug Platz. Einfach geradeaus, weiter, passt. Voll. Eisen wäre nicht schlecht. Dann nehmen wir doch gleich mal die Zunge weg. Alter Vater. Ja, das räumt gut auf, hä? Ja. Du kannst mal unten an mein Schiff dran gucken gleich und kannst schon mal das Eisen rausholen. Oder kann ich das droppen? Weiß es nicht. Inventar. Warte mal, guck mal, ob ich das rausdroppen kann. Nee, okay, nee. Leider nicht, da brauchen wir dann noch ein Item dafür am Schiff dran, dass das dann rausploppt. War da eine Möglichkeit, an dein Konzert ranzukommen? Oh, Entschuldigung. Eisen. Ah, ich kann das nicht rüber transferieren gerade. Du gehst bestimmt über den Reaktor rein. Ja, es ist der Reaktor. Wo hast denn den? Kannst du jetzt zum Beispiel. Achso, jetzt wollte ich mit dem Finger drauf zeigen. Kannst du hier oben zum Beispiel nehmen oder unten drunter. Oder? Ja, hier mittlerer Frachtcontainer. Oder da an der Seite. Genau. Also, Leute, ihr seht, das Schiff funktioniert gut. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal hier eine kleine Bohr-Session wirklich einlegen. Wenn wir so sagen, oh, ich glaube, ich bin gerade irgendwo angeeckt. Jedenfalls ist sicher, das ganze Schiff gerade hat sich einmal im Kreis gedreht. Tja, das wird ein kleiner Cliffhanger wahrscheinlich. Naja, also, macht's mal gut, bis dahin. Und ja, repariert schon jemand. Reparieren nicht, ich schweiße selbst. Servus. Achso,